Ich habe bei mir selber die Erfahrung gemacht, dass ich oft denke, oh, ich müsste mehr tun, die Kinder müssten noch Ballett machen oder Geige lernen oder dreisprachig aufwachsen oder weiß der Geier. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum bin ich so schlecht? Warum kriege ich das alles nicht hin und immer gesundes Essen und immer pädagogisch sinnvoll spielen und immer entspannt sein? Und dass ich so irgendwas, warum, ich bin kaputt, irgendwas in mir ist falsch. Und du weißt ja, ich bin Journalistin, also habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken, also geht es allen so oder bin ich als Einzige irgendwie kaputt? Und habe festgestellt, das Krasse ist, wir sind dafür gar nicht gemacht. Also wir sind nicht dafür gemacht, alleine oder zu zweit 1 bis 3, 4, 5 Kinder großzuziehen, sondern eigentlich war es immer so, wir hatten ein ganzes Dorf und jemand hat mit den Kindern getanzt und jemand hat mit den Kindern gesungen und jemand hat mit uns zusammen Essen gekocht. Und jemand hat dafür gesorgt, dass wir eine Rückmassage kriegen und zwischendurch in Ruhe und alleine ins Bad können. Und dann sind die Kinder optimal versorgt. Und deswegen sage ich immer, Leute, wenn ihr es schafft, eure Kinder auch nur ansatzweise gesund und satt und sicher abends in ihre Betten zu bringen, dann habt ihr mehr geleistet, als der Homo sapiens eigentlich leisten kann. Weil es ein Dorf braucht. Und deswegen verneige ich mich vor allen Eltern und bin dann irgendwann auch zu der Erkenntnis gekommen, oh, ich bin gar nicht kaputt.